Von der Prinzessinnenrolle ist sie weit entfernt. Dabei lebt sie sogar auf einem Schloss. Die österreichische Künstlerin Michaela Spiegel hat sich seit jeher dem Feminismus verschrieben und will in ihren Arbeiten die gesellschaftliche Stellung der Frau hinterfragen. Nach liebevoller Restaurierung ihres Schlösschens in der nordfranzösischen Picardie gründete sie dort auch gleich das Centre Pompadour, ein Artist-in-Residence-Programm für Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt, die sich mit dem neofeministischen Konzept von Michaela Spiegel auseinandersetzen wollen. Alexander W. Rauscher hat sich das ungewöhnliche Kunstlabor angesehen. Die bürgerliche Fassade dieses Schlösschens im Norden Frankreichs täuscht. Hinter ihr verbirgt sich nicht nur das Atelier der österreichischen Künstlerin Michaela Spiegel, sondern auch ihr Laboratoire Neofeminisme. Was ein Laboratorium ist, das weiß man ja. Aber bei Neofeminismus mag es, wie auch bei Glaubensrichtungen, verschiedene Definitionen und Interpretationen von Begriff und Inhalten geben. Feminismus ist ein inklusiver Feminismus. Das heißt, wir schließen niemanden aus, wir schließen kein Geschlecht aus, wir schließen kein Alter aus, keine Herkunft aus. Vom Politischen her wird es natürlich ein bisschen eng, weil nicht jede politische Haltung sich mit Feminismus vereinbaren lässt, sich aber dennoch als solche deklariert. Ein Ort für Kreativität. Ein Ort, der inspiriert. Es ist das dritte Jahr, in dem Michaela Spiegel von Mai bis September Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihr neofeministisches Laboratorium einladen wird. Schon in den ersten beiden Jahren hat ihr Angebot zahlreiche Kreative aus aller Welt angelockt. Wie etwa Camille Cottrell, Künstlerin und Kunstprofessorin am elitären Oxford College der Emory University in der Nähe von Atlanta. Ich habe mir gedacht, wenn ich irgendwo hinfahre, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, an meinen Druckgrafiken arbeite, über Ästhetik und Bildaufbau nachdenke, dann würde mich das glücklich machen. Also habe ich meine Sachen zusammengepackt und bin mit einem klaren Konzept hierher gekommen, mit dem ich experimentieren wollte. Dann bin ich ziemlich spät am Abend hier angekommen, weil die Bahn gestreikt hat, und habe mich sofort verliebt. Und all die vorgefassten Ideen, welche Kunst ich hier machen würde, als Frau, als Druckgrafikerin, sie waren alle mit einem Schlag wie weggeblasen. Das Einzige, woran ich dachte, war, dass ich auf dieses Umfeld hier reagieren würde. Feministischen Tendenzen fälschlich folgen. Das Hinterfragen der gesellschaftlichen Stellung der Frau, ihrer Psyche, ihrer Lust, steht seit mehr als 25 Jahren im Mittelpunkt der Arbeiten von Michaela Spiegel. Mit dem sogenannten Centre Pompadour, im liebevoll Château Lafitte genannten Frauschaftssitz, hat sich die Künstlerin auch einen Traum erfüllt. Ich bin eine weiße Frau, die niemals Hunger gehabt hat, ziemlich gesund ist und sich die Väter ihrer Kinder selber aussuchen konnte und sich bis zum heutigen Tag die Geschlechtspartner selber aussucht. Das heißt, ich bin auf der höchst privilegierten Stufe der Menschheit in Europa lebend. Da habe ich mir gedacht, okay, angewandter Feminismus ist angesagt. Ich möchte hier einen feministischen Salon führen, der parteiunabhängig ist, der finanziell unabhängig ist und zu dem man sich bekennt, indem man hier mittut und hierher kommt. Voraussetzungen, im Centre Pompadour als Artist in Residence aufgenommen zu werden, sind ein abgeschlossenes Kunst- oder Wissenschaftsstudium und ein feministisches Projekt, das man entweder bereits erarbeitet hat oder mit Ortswechsel im Château Lafitte realisieren möchte. Maddie Borah, Malerin aus New York, wollte vor allem Zeit mit Gleichgesinnten verbringen. Schon als ich ein junges Mädchen war, ist mir nachgepfiffen worden und mir ist sehr früh aufgefallen, wie unterschiedlich Macht verteilt ist. Und schon seit damals wollte ich immer für Frauen kämpfen und um mehr Gleichberechtigung.
Die Künstlerin Goda Gontite stammt aus Vilnius, lebt in Kopenhagen und betätigt sich in vielen Genres: Performance, Video, Installation und Graphic Design. Oft arbeitet sie mit gefundenen Objekten und elastischen Materialien. Im Garten des Chateau Lafouette spielt sie mit Worten aus von der Schlossrenovierung übrig gebliebenen Ziegelsteinen. Ich weiß nicht wirklich, wie es meine Arbeit beeinflussen wird. Ich werde sicher weiter an meinen Projekten arbeiten, aber ich glaube, dass ich mich verbal stärker ausdrücken werde über das, was ich mache. Für mich war das hier eine Art Experimentierfeld, um meine Gedanken und Ideen zu testen, ob sie funktionieren, und auch um die Meinung anderer zu hören, was sehr wichtig ist. Ich fühle mich jetzt jedenfalls selbstbewusster mit meinen Gedanken. Für manche Künstlerinnen, wie für Kenley Craighill, die ins Chateau Lafouette gekommen ist, um ein Drehbuch zu schreiben, ist Feminismus auch eine Frage des Überlebens. Wenn du Glück hast, ist es vielleicht nicht dein persönliches Überleben, aber die Erkenntnis, dass es das Überleben eines anderen ist. Und wenn du dir nicht die Zeit nimmst oder die Energie aufbringst, zu lernen, was die Feministinnen vor uns gemacht haben, dann wissen wir nicht, wie wir das entweder zum Besseren verändern oder auf dem aufbauen können, was funktioniert hat, oder auch, wie wir das auseinandernehmen, was nicht funktioniert hat. Ich weigere mich anzuerkennen, dass wir in einer männlich dominierten Welt leben. Feminismus ist für mich fast wie etwas Vererbtes. Und deshalb habe ich als Frau die Verantwortung, weiterzugehen, mich als Teil dieses Kontinuums zu sehen und auch von anderen Frauen und ihren feministischen Ideen und Idealen zu lernen. Und warum sehen wir das Ganze nicht unter dem Aspekt der Menschlichkeit? Ich war nie an einem Wir gegen Sie interessiert, Frauen gegen Männer. Und ich bin verdammt nochmal nicht an einem Wir gegen uns interessiert. Zurück an den Herd heißt es sogar für Michaela Spiegel, wenn für die Artists in Residence gekocht werden muss. Aufgrund der politischen Entwicklungen der letzten Jahre sieht sie das, was sich der Feminismus in Jahrzehnten erkämpft hat, verstärkt bedroht. Ja, wir sind schon wieder bei der patriarchalen Propaganda, die Feminismus noch immer gerne auf den Scheiterhaufen stellen würde. Ja? Also ich glaube nicht, dass Feministinnen bärtige Amazonen sind, die Schwänze abschneiden. So wird sie wohl nicht und so weit soll man auch nicht kommen. Und das feministische Brevier der Frau Spiegel ist das Konversationslexikon des Instituts für Heil- und Sonderpädagogik. Es ist im Vice Versa Verlag erschienen.